Und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Remix. Wir haben im letzten Part unseren Schlüsselschwert wiederbekommen und jetzt müssen wir uns irgendwie, warum auch immer, gegen Rico wehren. Ich weiß ja nicht mal, was mit ihm los ist, dass er überhaupt so zickig ist, sage ich mal, wa? Aua. Okay, man muss sagen, der Schwerste ist er jetzt im Moment nicht. Aber leider auch nicht das Schwächste, den wir hatten. Aua. Da wollte ich mal cool sein und ablocken und dann ging das Ablocken voll in die Hose. Hihi, voll ausgewischen. Und das war's. Maximum AP ab. Abwehrkraft und ja. Ich weiß gar nicht, ob es als Level abzählt oder nur als Bonus, den man so oder so bekommt. Die weiße Trio-Technik erlernt. Juhu, jetzt können wir noch mehr Unfug basteln. Ich bleib mal bei Donut und Goofy. Oh, das war gar nicht mein Ziel. Falls wir jetzt hier irgendwie eine weiße Trio-Technik nochmal finden. Ich werde jetzt erstmal noch nicht zurücklaufen. Aber falls wir halt eine finden. Was mache ich denn jetzt hier? Guck mal da. Untersuchen. 4 Aushöhlungen sind zu sehen. Naja, da müssen wir wohl 4 Aushöhlungen suchen, wa? Aber nur wo? Hier ist die Bibliothek. Gehen wir mal in der Bibliothek rein und schauen uns da so ein bisschen um. Bücher. Karma Band 8 erhalten. Sieht fast so aus, dass man die hier reinordnen muss. Das Buch ist fast so groß wie Sora komplett. Naja. Ach, ich erinnere mich. Ich glaube, hier bekommen wir später noch einen coolen Zauber. Also eine Verbesserung jedenfalls. Ja, was haben wir denn hier? Das habe ich. Sowas in der Art habe ich doch gesucht. Eine Truhe. Ah, ich glaube, da war gar nichts so Tolles drin. Ja, ein Elixier. Okay, sag mal jetzt so, Elixier ist jetzt nicht gerade das Schlechteste, was man hier im Spiel bekommt, aber auch nicht. Das Nonplusultra. Wo gehen wir denn jetzt hin? Gegner scheint es ja hier nicht wirklich zu geben. Guck mal, hier können wir wieder was drehen. Das haben wir wohl verhauen. Dann drehen wir einfach nochmal. Nochmal. Das wird wohl so nicht. Ah. Komm schon. Ja, seht ihr, man braucht hier sogar die Trio-Techniken. Hier hätten wir noch mal einen Speicherpunkt. Können wir hier wenigstens drehen? Auch nicht. Das sieht falsch aus. Wo müssen wir das jetzt alles hinpacken? Hier kriegen wir erstmal wieder eine Natur. Ultimi. Jetzt sind wir erstmal runtergefallen. Ich falle gerne runter. Das ist Absicht, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Das war kein Versehen oder so. Nee, nee. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich die Bücher einsetzen muss. Ach, guck mal hier.
Ups. Falscher Knopf. Habe ich nicht die D-Reihe aufgehoben? Ist das gemein? Das hätte ich fast übersetzt. Übersetzt. Was übersehen, meine ich. Ach, ein geheimer Schalter. Die Tür wurde entriegelt. Aber hier muss es doch trotzdem noch weitergehen. Ich glaube, ich weiß wieder, wie das war, wie ich das freischalten kann. Bis Samus was zu tun hat. Naja, selbst wenn, da kann ich das nicht drehen. Also müssen wir abwarten und Tee trinken. Nein. Ich Idiot. Irgendwie ist halt meine Stimme schon wieder so... so husterisch. Na, guck mal, hier kann man theoretisch auch was einsetzen. Naja, die D-Reihe. Und ich sag, guck mal. So, ne, ich dachte, wir können hier... Nein. Warum stelle ich mich denn so selten dämlich an? So, hier ist nichts. Hast schon mal... Ah, wie soll ich das sagen? Nicht schön, aber auch nicht schlecht. Das Drehen da unten hat die oben gar nichts gebracht. Doch. Sehr schön. Ach, apropos Abilitamin. Ich habe jetzt 3 Punkte offen. Mach mal Wellenangriff. So, und ich dachte schon, ich wäre hier wieder runtergefallen. Wir haben jetzt, glaube ich, noch... ein oder zwei Bücher dabei. Ja, das muss man ja erstmal sehen. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Der Todband 6. Trollband 6. Ich dachte, ich könnte jetzt hier wenigstens die Säulen drehen. Wandelhalle. Nämlich verkohlen, wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Ja, indem ich da das Trollband 6 Buch reinstecke. Okay. Ich muss sagen. Ich weiß ja nicht, was das darstellen soll. Ich muss sagen. Ich habe mir davon jetzt mehr erhofft, als mir hier unten einen Umweg zu bahnen. Kann ich jetzt hier mittlerweile mal... Jetzt müsste ich nämlich noch daran erinnern, was für Bücher ich eingesackt habe. Kein Buch der Reihe D. Warum auch immer ich jetzt dieses Ding bekommen habe. Okay, warte mal.
Geh nochmal hier runter. Ja, mal die Bücher. Und da haben wir Druiden Band 5. Ob uns das eventuell weiterhilft, dieses Bücherregal zu bewegen? Wenn ja, wo soll das überhaupt hin? Juhu. Wow. Gilt das schon als Wegverlängerungsspirale? Weil letztendlich mache ich ja nichts hier außer tauschen, tauschen, tauschen. Ich weiß nicht, warum die Kiste auf einmal da ist. Die ganze Zeit hat es nicht geklappt. Nun teste ich einmal nochmal so. Und das klappt. So. Ich bin wieder in die falsche Lücke reingesprungen. Jetzt wird sich noch das hier verschieben. Nur wegen ein Buch. Ja, okay. Wahrscheinlich brauchen wir das, um weiterzukommen, aber. Trotzdem. Nehmen wir an, von da sind wir mal ursprünglich gekommen. Die werden hier keinen Ausgang zugebaut haben. Das traue ich denen nicht zu. So, jetzt sieht es auch wieder komplett aus. Wow. Liftschacht. Na, wir kommen drauf, wie wir das runterbekommen. Das ist doch gemein, oder? Darauf muss man wirklich erstmal kommen. Dann haben wir da ein paar Dalmatiner. Ey, das wollte ich gar nicht. Was tust du mit mir? Wo bringst du mich hin? Ach, du grüne Neune. Ist ja eine Ewigkeit, die wir hier wandern. Warum gehen wir einfach die Tür mit dem Siegel, wa? Solange wir wieder wandern. Wollte schon sagen, irgendwas muss hier doch sein. Aber nur deswegen? Das finde ich jetzt auch nicht gerade so schön. Ich meine. Naja. Kann ich das wenigstens überspringen? Nein, natürlich nicht. Ja. Ich muss jetzt erstmal mich dann offscreen umgucken, wie ich hier weiterkomme. Oder was heißt umgucken? Vielleicht im Internet nachlesen oder so, aber ich weiß es echt nicht mehr. Ich erinnere mich aber dunkel, oder vielleicht merkt man es auch, dass ich das hier alles ziemlich lang ziehen kann, wenn man das nicht weiß. Deswegen hoffe ich, dass es okay ist, wenn ich mich da vorher ein bisschen schlau mache. Weil ich erinnere mich echt zu wenig daran. Und ich will jetzt hier nicht noch 200 Parts verbringen. Dann bedanke ich mich erst für euer Zuschauen und hoffe, dass ihr auch im nächsten Part von Kingdom Hearts Final Mix wieder dabei seid. Bis dahin.